Liga Lemgo in Magdeburg. Nicht so einfach wie gedacht. Aber jetzt zum Europapokal der Damen, zum Viertelfinal-Hinspiel hier. Die Begegnung zwischen Lütze Linden und den jugoslawischen Vertreterinnen aus Sombor Dunav hat bereits begonnen. Und hier kommt jetzt richtig Stimmung auf in Gießen in der Sporthalle Ost. Und Lütze Linden ist natürlich der große Favorit in dieser Begegnung. Die Mannschaft sammelt ja Titel wie keine andere. 11-mal waren sie bereits im Europapokal vertreten, 3-mal hatten sie den Pokal in den Händen, 1-mal den Pokal der Landesmeister, 2-mal den Pokal der Pokalsieger. Und die Jugoslawinnen wissen natürlich genau, dass sie hier kaum zu einem Sieg kommen werden. Die große Chance hat Dunav natürlich erst im Rückspiel am kommenden Samstag. Aber jetzt alles Weitere live vor Ort von Werner Damm. Ja, und die Damen aus Sombor, aus Jugoslawien, die führen trotz der Skepsis von Gabriele Bock mit 1:0 gespielt, hier 3 Minuten in der nicht ganz vollen Gießener Sporthalle Ost. Sie sehen es, da gibt es doch einige Lücken auf den Zuschauerrängen. Es mögen 1.000 bis 1.200 Zuschauer sein in der Gießener Sporthalle Ost. Und Sie sehen jetzt die Damen in Gelb. Das ist der TV Lütze Linden, der Titelverteidiger im Europapokalsiegerwettbewerb. Abschließen mit Eva Kischgjöri, aber der Ball wurde abgewehrt und die Damen in Gelb bleiben zunächst einmal im Ballbesitz. Emilia Luca, und das ist der erste Treffer für den TV Gießen Lütze Linden zum 1:1 nach knapp 4 Minuten Spieldauer. Emilia Luca mit dem ersten Tor, und um diese Spielerin gibt es ja einige Diskussionen, hier haben wir sie noch einmal. Ganz auf der Rechtsaußenposition, mit links ins lange Eck gezogen. Sie wird sehr wahrscheinlich den TV Gießen Lütze Linden verlassen, weil sie, und das ist bekannt, nicht gerade das beste Verhältnis hat zu ihrem Trainer, zu Dr. Hans-Jürgen Gerlach. Die Damen aus Sombor, von der Donau, Sombor nah an der ungarischen Grenze gelegen. Hierzulande fast ein unbeschriebenes Blatt, was den aktuellen Spielstand und Spielvermögen angeht. Hier das 2:1 durch die Spielerin mit der Nummer 6, das war Vesna Tomajek. Am Kreis schön gemacht, abgewehrt von Sandra Polcho, und dann von der Außenposition beim zweiten Wurf war sie machtlos. Sandra Polcho, die schon 4 Würfe hat abwehren können in diesen ersten 5 Minuten, aber hier war sie einfach machtlos. Ja, ich wollte sagen, die Damen aus Sombor, was den aktuellen Leistungsstand angeht, ein unbeschriebenes Blatt. Sie waren zwar einmal jugoslawischer Meister, das ist lange, lange her, und sie waren einmal in einem Europacup-Finale. Jetzt die Chance, um 3:1 davon zu ziehen. Mit der 15 auf und davon Natascha Damljanovic, und das 3:1. Das hatte sich die Mannschaft von Dr. Hans-Jürgen Gerlach doch ganz anders vorgestellt. Sie waren einmal, lassen Sie mich diesen Gedanken zu Ende führen, einmal in einem Europacup-Finale. Das ist schon 16 Jahre her, im Jahre 1981 gegen Spartakus Budapest damals. Aber in letzter Zeit hat man wenig von dieser Mannschaft gehört. Sicherlich auch bedingt durch die Kriegswirren in Jugoslawien. Die Mannschaften aus Jugoslawien waren ja lange Zeit führend in der europäischen Spitze. Die Mannschaften aus Belgrad, aus Titograd und wo sie alle herkamen. Diese Mannschaft hier, die in Gießen antritt, sie hat fast 4 Wochen Spielpause hinter sich. Nur ein einziges Spiel, und das gegen Vorzdovac Belgrad. Allerdings klar mit 24:9 gewonnen. Und das sollte ein erstes Indiz sein für die Leistungsstärke dieser Mannschaft. Und im Tor, da ist eine ganz starke Spielerin. Sie kommt aus der Ukraine, Irina Uvarovskaya. Und sie hat auch schon den 4. Wurf halten können. Und demzufolge 7 Minuten gespielt. Und die Mannschaft von Dr. Hans-Jürgen Gerlach gerade ein einziges Mal getroffen. Hier die Bank von Sombor, rechts der Trainer, das ist Jovan Radakovic, ein ehemaliger Handballer, ganz erfahrener Mann. Er hat die Mannschaft anscheinend gut eingestellt, und ich denke mir einmal, die Informationen in Richtung Jugoslawien, die sind gut gelaufen. Hier im Gießener Umfeld gibt es eine Menge Jugoslawen, die Handball spielen, und die werden schon diesem Jovan Radakovic alles über Lütze Linden erzählt haben. Umgekehrt hat Dr. Hans-Jürgen Gerlach nicht allzu viel Informationen über diesen Gegner bekommen können. Das 4:1 hier durch Damljanovic, ihr 2. Tor. Und da gibt es Unstimmigkeiten in der Abwehr vom TV Lütze Linden. Und das erklärte Ziel, hier klar zu gewinnen mit 5, 6 Toren, scheint zunächst einmal in ganz weite Ferne zurückgerückt zu sein. Also, jetzt heißt es erst einmal Ruhe reinbringen. Die Schiedsrichter, sie kommen aus der Tschechischen Republik. Hier haben wir Peter Peschta, den blonden Mann, dazu noch Jaroslav Dostal.
An ihnen lag es bislang nicht. Hier haben wir noch mal Peter Peschtar, 37 Jahre alt, und er kommt aus Prag, genau wie sein Kollege ebenfalls. In der Mitte Manuela Fiel mit der 5, das ist Amelie Ritz-Daritz in der Anfangsformation. Und gestern hat sie Geburtstag gehabt. Amelie Ritz-Daritz, die Spielerin mit der 9, lang gewachsen, ihr erstes Tor, ist 28 Jahre alt geworden. Und hier energische Anweisungen von Dr. Hans-Jürgen Gerlach an Manuela Fiedl, an seine Spielführerin, während hier Amelie Ditz-Darevic zum 2:4 verkürzen kann. Wieder ist es Sandra Polcho mit der 16. Und auf der Gegenseite, Sie haben es vielleicht gerade noch sehen können, ja, ein fast schon bösartiges Foul an Emilia Luca. Den noch einmal, die Spielerin mit der 4 geht ihr da an den Hals, und da schließt er erst gar nicht ab. Klare Sache, eine Zeitstrafe gibt es da gegen die Spielerin mit der 4. So fordert jedenfalls Dr. Hans-Jürgen Gerlach, der sofort den Platz betreten hat. Hier sehen wir sie. Vesna Poparic ist das, die Spielmacherin. Jetzt bin ich gespannt, wie die Schiedsrichter entscheiden. 2 Minuten oder gar mehr? Ich denke mal 2 Minuten. Und die gelbe Karte gab es, das konnten sie nicht sehen, für diesen Mann hier, für Dr. Hans-Jürgen Gerlach, der im 17. Jahr diese Mannschaft betreut. Und der erste 7 Meter für den TV Lützelhinden. Amelie Ditz-Darevic, 28 Jahre alt geworden gestern. Sie ist die Spezialistin für 7 Meter. Für den TVG Lützelhinden und verkürzt zum 3:4. So, das sieht das nach knapp 10 Minuten Spieldauer doch ein bisschen besser aus. Nur noch ein Tor Rückstand, und schauen Sie mal auf die Augen von Amelie Ditz-Darevic. Da funkeln die Augen, und sie will sagen, Mädels, stellt euch an, strengt euch an. Hier muss mehr bei rumkommen. Mit der 9, kräftig und groß gewachsen. Tanja Medved im linken Rückraum bei Sombor. Überhaupt der Rückraum, das ist eigentlich die Stärke der Gäste. Auch wenn hier auf der Außenposition Vesna Tomajek Emilia Luka versetzt. Ihr zweites Tor, 5:3 aus der Sicht der Gäste. Das darf eigentlich an Emilia Luka nicht passieren. Man könnte sagen, fast auf dem Bierdeckel ausgespielt, aber im Gegenzug. Da versucht sie gleich, ihre Schwäche von eben wettzumachen. Auch ihr zweites Tor, 4:5. Sie ist sehr stark im Angriff. Sehr schnell, was die ersten 2, 3 Schritte angeht, und kaum zu bremsen. Aber Sie haben es eben gesehen, im Abwehrbereich doch hier und da mal Schwächen bei Emilia Luka, die aus Rumänien kam und jetzt in der deutschen Handballnationalmannschaft spielt. Haben wir wieder Medved, Tanja Medved. 22 Jahre ist sie jung. Auf sie baut ja Trainer Jovan Radakov. Und Savicic, die Spielmacherin bei den Gästen. Und schneller Tempo-Gegenstoß. Manuela Fiedl. Und der 5:5 Ausgleich. Also aus einem 1:4 hat die Mannschaft um Manuela Fiedl, die Spielführerin, ein 5:5 Ausgleich herstellen können. Manuela Fiedl ja auch die Spielmacherin in der neu gebildeten Frauennationalmannschaft. Überhaupt auf Seiten des TV Gießen-Lützelhinden fast nur internationale. Auf der anderen Seite 4 Rote spielen oder spielten in der jugoslawischen Handball-Nationalmannschaft. Abwehr durch den Kreis, kann man so ahnden. Denke, ist korrekt, diese Entscheidung gegen Savicic. Schauen wir noch einmal genau hin. Und der erste 7 Meter für die Gäste. Vesna Tomajek ist das. Ja.
Ihr dritter Treffer. Und erneut führen die Gäste aus Sombor mit 6:5. Dennoch, die Mannschaft des TV Gießen Lützlitten scheint sich gefunden zu haben. Sie wirkt im Abwehrbereich doch jetzt kompakter. Und im Angriff, da hat es ja bislang selten gehabert, auch wenn dieses Zuspiel von Manuela Fiedl keinen Abnehmer findet. Die Idee war gut, die Ausführung weniger. Und deshalb die Gäste in Rot um Irina Uwarowskaja hier im Tor wieder im Ballbesitz. Jetzt Tanja Medvev auf der Mittelposition, abgewehrt, schön geblockt von Rizka Vicius und Anja Ummer mit ihrem ersten Tor. Erneuter Ausgleich. Die Dame, die vor 3 Jahren aus Zwickau nach Gießen wechselte, jetzt eine feste Größe im Team von Dr. Hans-Jürgen Gerlach. So, wir sehen es, die großgewachsene Tanja Medvez auf der Mittelposition und auf der halblinken Position die Spielerin mit der 8. Das ist Sladana Dronic. Und die Damen aus Sombor, sie lassen es langsam angehen. Auf der halbrechten Position Jadranka Savicic, eigentlich die Spielmacherin. Und der erste Fehlwurf von Dronic und die Möglichkeit, zum ersten Mal in Führung zu gehen. Eva Kisch kann den Ball nicht unter Kontrolle bringen, nur auf der Gegenseite. Damjanovic und erneut 7:6 Führung für die Gäste. Da versucht Manuela Fiedl noch zu retten, was zu retten war, aber sie kam zu spät. Und Natascha Damjanovic mit ihrem dritten Treffer zum 7:6. Ja, die Abspielfehler, die müssen die Damen in Gelb vermeiden. Vorhin war es Manuela Fiedl mit einem Anspiel, das nicht ankam. Eben der lange Pass auf Eva Kisch, der nicht ankam. Und das nutzen die Damen aus Sombor konsequent aus. Und sie liegen auch verdient, jetzt nach knapp 14 Minuten Spieldauer mit 7:6 in Führung. Hier sehen wir Merzuela Servier im Hintergrund. Sie geht hinter die Bank. Viele werden sie vermissen, die sich im Handballsport ein bisschen auskennen, der Neuzugang aus Frankreich. Sie ist leicht verletzt. Dr. Hans-Jürgen Gerlach sagt, ich weiß es nicht, ob ich es wagen soll. Sie hat eine leichte Zerrung im Adduktorenbereich. 8:6 durch Dragana Kotlaja. Ein der Zwillinge, die hier mitspielen. Da gibt es 2 Kotlajas. Ja, ich weiß nicht, ob ich Merzuela Servier einsetzen werde. Das Risiko ist ziemlich groß. Aber ich bin gespannt, wie sich Dr. Hans-Jürgen Gerlach wird entscheiden. Denn ich werfe meinen Blick über meinen Monitor hinaus. Da sehe ich, dass ich Merzuela Servier warm mache. Die Dame, die aus Paris-Gagny zu Beginn der Saison nach Gießen wechselte. Denn es muss ja langsam etwas passieren. Will der TV Gießen Lützelenden mit einem komfortablen Vorsprung oder überhaupt einem Vorsprung nach Jugoslawien nächste Woche reisen? Ja, und immer wieder sind es die Gegenstöße, die Sombor zu Torerfolgen verhelfen, beziehungsweise den TV Gießen Lützelenden in Rückstand geraten lassen, trotz Foulspiel hier. 9:6 Führung, gespielt nun 15 Minuten zum zweiten Mal. Also führt Sombor hier mit 3 Toren. Sie sehen, es heißt Unruhe im Spielaufbau bei Gießen Lützelhinden. Und Dr. Hans-Jürgen Gerlach wäre gut beraten, jetzt mal eine Auszeit zu nehmen. Denn das gibt es ja auch im Handballsport. Man kann die Mannschaft ja mal an die Seite rufen. Hier sehen wir es. Aber er entscheidet sich zunächst einmal, den individuellen Fehler von Amelie Dizdarevic zu kritisieren. Das wird der Mannschaft wenig helfen. Und die Spielerin macht es im Zweifelsfall nur noch nervöser. 6:10. Und da war sie frei durch, Dizdarevic, und vergibt auch diese Chance. Oben eingeblendet der Spielstand. Und verständlich, die Gäste aus Sombor, sie haben Zeit.
Ja, vielleicht hat man diese Mannschaft doch ein wenig unterschätzt. Aber noch gilt es hier knapp 45 Minuten zu absolvieren in der Gießener Sporthalle Ost vor inzwischen sicherlich gut 1200 Zuschauern. Und die Mannschaft des TVL ist in der Lage, einen solchen Rückstand wettzumachen und sogar diesen Rückstand auch noch in eine Führung umzuwandeln. Das ist durchaus möglich. Aber dann müssen die Fehler reduziert werden. Die Fehler vor allen Dingen im Angriffsbereich. Die Abwehr mit Sandra Polcho, sie steht eigentlich ganz gut, auch wenn sie schon 10 Tore haben hinnehmen müssen. Aber meistens waren es Tempogegenstöße. Die Zuschauer fordern energisch Zeitspiel. Wieder abgeblockter Wurf von Teil. Indiz dafür, dass die Abwehrarbeit jetzt funktioniert beim TV Lützelhinden. Und wieder ist Sandra Polcho erfolgreich, aber da fällt Amelie Dizdarevic in den Kreis und das ist klare Sache. Ballbesitz weiterhin für Sombor. Sie ist ja auch neue Nationalspielerin, kam ja zu Beginn der Runde von Gutsmuts Berlin nach Gießen. Hat bestimmt schon 10 Würfe abwehren können. Anja Unge. Und wieder einmal frei durch und vergeben. Irina Uvarovskaya aus der Ukraine im Tor bei Sombor steht Sandra Polcho in nichts nach. Im Gegenteil, ihre Leistung bislang überragend. Aber solche Chancen müssen natürlich genutzt werden, will man hier doch noch ein bisschen was bewegen. Die aktuellen Kataloge liegen ebenfalls kostenlos für Sie bereit. Swatch Corner. Und oben an der Seite, hier sehen wir es im Bild, wird die Spielerin mit der 9, Tanja Medved, vom Spielfeldrand geführt. Sie hat sich bei dieser Angriffsaktion eben verletzt. Das ist der Betreuer der Jugoslawen, der Arzt Andrija Gluhovic bei ihr und der Trainer Jovan Radakovic. Er runzelt einmal die Stirn. Muss eine neue Spielerin bringen, stellt um innerhalb der Mannschaft. Beide Mannschaften jetzt wieder komplett. Jetzt sind die beiden Zwillinge Kotlaja auf dem Feld. Gelbe Karte hier für Mersuela Servier, die im Feld ist, die jetzt eingewechselt worden ist für Amelie Dizdarevic, also Dr. Hans-Jürgen Gerlach. Er hat es nun gewagt, die Französin zu bringen. Oh, schade. Ball gewinnt doch noch durch Miroslava Rizkevicius. Und dann der erneute Spielfehler. Diesmal war es Mersuela Servier. Bei ihr kann man es vielleicht noch am ehesten verstehen. Auch bei den Zuschauern Ungemach und Ungeduld. Sie ist gerade eben reingekommen und den genauen Pass über 25 Meter, der ist da nicht ganz so einfach, aber die Fehlerquote, sie häuft sich einfach. Noch einmal der Spielstand, 6:10, gespielt 18,5 Minuten hier in Gießen. Sladana Dronic war das mit ihrem ersten Tor. Und inzwischen die Führung angewachsen auf 6:11. Also das ist inzwischen bedenklich. 5 Tore Rückstand bei einem Heimspiel im Europacup. Bedenklich, wenn man sieht, dass ja auch noch die Auswärtsbegegnung am nächsten Samstag in Sombor ansteht. Da bin ich gespannt, was sich Dr. Hans-Jürgen Gerlach einfallen lässt. Servier jetzt mit der 10. Die Jugoslawen, sie decken offensiv, sie sehen es. Ging ganz weit heraus, um den Angriffsaufbau, den Spielaufbau des TV Gießen Lützelhinden zeitig zu unterbinden. Eigentlich eine Chance für Manuela Fiedl hier mit der 5 oder auch für Mersuela Servier, die individuell sehr stark sind und auch durchaus 1 gegen 1 gehen können. Ich bin gespannt, wie sich die Damen aus Lützelhinden auf diese offensive Deckungsvariante einstellen werden. Es ist Rizkevicius. Der hat einen gewaltigen Wurf, abgeblockt und Eckball. Hat sich ein wenig wehgetan. Miroslava Rizkevicius, ebenfalls eine Nationalspielerin, kam ja aus Litauen nach Gießen. Ist die älteste im Feld mit 32 Jahren. Spielte noch zuletzt bei der Europameisterschaft, während sich hier eine Spielerin von Sombor, das ist eine der Zwillinge,
Natascha Damiljanovic ist das, um genau zu sein, verletzt. Aber ich denke, es geht gleich wieder weiter. Da hat sie möglicherweise den Ellbogen oder den Ball abbekommen, den Ellbogen von Miroslava Rizkiewicz. Aber die Damen sind schon hart im Nehmen. Und dann geht es auch weiter. Sie sehen es in der totalen schönen, weit vorgezogenen Deckungsarbeit. Ja, und das meine ich mit 1 gegen 1. Da geht sie endlich einmal mit einem Wackler an ihrer Gegenspielerin vorbei, Manuela Fiedl. Noch einmal, Mersuela Servier. Jetzt schauen Sie, das Spiel 1 gegen 1. Die Spielerin mit der 3 kommt nicht nach. Und dann war Manuela Fiedl durch. Das war Savicic versetzt. Und 7 zu 11. So 10 Minuten bleiben den Damen aus Gießen noch, den Rückstand weiter zu verringern, um dann vielleicht im zweiten Abschnitt doch noch die Wende herbeizuführen. Das Achtelfinale gegen die Mannschaft aus Holland, gegen Emmen, war ja kein echter Prüfstein. Zu klar war der Sieg, während hier Damiljanovic, wir sehen es noch einmal, mit ihrem 4. Tor zum 12 zu 7 erhöht. 31 zu 20 und 21 zu 16 die Siege des TV Gießen Netzlenden. Aber hier und heute werden sie wirklich auf die Probe gestellt. Auch in der Bundesliga konnte diese Mannschaft um Mersuela Servier erst einmal verlieren. Und zwar in Leverkusen am zweiten Spieltag. Alles andere wurde gewonnen. So auch hier vor ein paar Wochen gegen Leipzig und gegen Buxtehude, die harten Bundesliga-Konkurrenten, auch gegen Walle Bremen. Und da erwarten die Zuschauer natürlich doch noch einiges von ihrer Mannschaft. Agnieszka Tobiasz im Spiel, jetzt auf der Rechtsaußenposition für Emmy Luca. Auch mit ihrer Leistung war Dr. Hans-Jürgen Gerlach nicht zufrieden. Aber er hat ja Möglichkeiten und Alternativen. Ja, 13, das ist Dragana Kotlaja, eine der beiden Zwillingsschwestern. Hier haben wir Agnieszka Tobiasz mit ganz auf rechts wieder 4. Mersuela Servier. Eine unglaublich gewandte Spielerin. Wie einige ihrer Landsleute, ich denke da an Frederik Woll und Richardson, Jackson Richardson, hat sie eben den Weg nach Deutschland gefunden, um hier ihr Geld zu verdienen. Und wieder ein Abspielfehler. Inzwischen, man kann sie kaum noch zählen, die Abspielfehler, im Angriff bei Gießen Nüsselinden. Und 7 Tore in 22 Minuten. Ich denke, das hat Dr. Hans-Jürgen Gerlach von seiner Mannschaft auch ganz, ganz selten erlebt. Die Mannschaft, die im Schnitt in der Bundesliga beständig zwischen 25 und 35 Treffern erzielt. Aber Bundesliga ist halt nicht Europapokal. Das muss die Mannschaft hier zunächst einmal schmerzlich erfahren. Da ist er wieder dabei, Tanja Medved, die eben an die Seite geführt wurde. Kommt noch mal einer auf ihren Mund. Aber es geht schon wieder. Also ich muss sagen, diese Mannschaft in Rot ist gut eingestellt von Radakovic. Sicherlich bedingt auch durch den Informationsfluss, den es gegeben hat hier aus der Gießener Szene nach Sombor, nach Jugoslawien. Und er ist der Leidtragende, denn er hat wenig Informationen gehabt von dieser Mannschaft und muss sich jetzt aufgrund dieser ersten 23 Minuten sein Urteil, sein Bild über diese Mannschaft machen. Und vielleicht kann es ja noch besser werden. Ja, da monieren die Zuschauer, Zeitspiel wird nicht geahndet, aber Sandra Polcho im Tor gewinnt das Duell, Schütze gegen Torhüterin. Servier. Ja, da ein rüdes Foul, angezeigt vom Schiedsrichter Peter Peschta. Ein rüdes Foul von Tanja Medved. Wir sehen es noch einmal hier. Am Bildrand links war es zu sehen, ja. Und damit bekommt die Spielerin mit der 9, hier sehen wir sie, eine 2-Minuten-Zeitstrafe, die zweite 2-Minuten-Zeitstrafe. Für Sombor Duda und die Möglichkeit, nun in Überzahl etwas für das Torkonto zu tun. Rizkiewicz, Tobiasz, Servier. Ja, mit Gewalt Miroslava Rizkiewicz. Ihr erstes Tor zum 8 zu 12. Aber eigentlich, und diese Kritik sei mir erlaubt, müsste es ja möglich sein,
bei einem Überzahlspiel den freien Mann zu finden. Und auf der Linksaußenposition, da war er frei. Aber Miroslava Rizkiewiczus hat es versucht mit Gewalt und war erfolgreich. Der Erfolg heiligt die Mittel. Oh, da haben sie geschlafen. Eingelaufen hier von Dragana Kotlaja und das 13:8. Von rechts kommen sie eingelaufen. Sehen Sie es? Wunderbar frei. Und keine Mühe für Kotlaja. 13:8. Und das in Unterzahl. Diese Gestik, diese Mimik, sie spricht Bände. Und noch einmal Miroslava Rizkiewiczus. Sie scheint nun das Maß gefunden zu haben. Ein gewaltiger Wurf. Der war selbst in der Zeitlupe kaum zu sehen. Noch einmal. Mit unserer Kamera aus der Deckenperspektive wunderschön eingefangen. Keine Abwehrmöglichkeit für Irina Uvarovskaya. 13:9, 25 Minuten sind hier absolviert. Ja, eine harte Entscheidung gegen den TV Gießen-Lützelhinden, aber durchaus vertretbar. Savicic tankt sich durch und Anja Unger trifft zu, 7 Meter. Vesna Tomajek ist es. Ihr zweiter 7 Meter, ihr zweites Tor im 7 Meter, das vierte insgesamt. Damit Tomajek und Damiljanovic mit 4 Treffern bislang die erfolgreichsten Werferinnen. Aber das ist nicht das Spiel, das wir eigentlich vom TV Gießen-Lützelhinden erwartet hatten. Gute Attacke auf der anderen Seite von Savicic gegen Manuela Fedel. Freiwurf. Und Sie sehen es sofort, wenn eine Spielerin von Lützelhinden im Ballbesitz ist, da wird versucht, die Spielerin festzumachen, wie hier an Elisabeth Zelch am Kreis. Sie ist neu ins Spiel gekommen. Also Dr. Hans-Jürgen Geller hat jetzt nun fast alles probiert. Es gibt kaum noch eine Spielerin auf der Bank, die nicht gespielt hat. Sieht man einmal von der zweiten Torfrau Manuela Rebecca ab. Lautstark beschwert er sich hier bei den Schiedsrichtern. Anspiel auf Zelch, die Kreisläuferin, die aus Ungarn kommt. Manuela Fiedl. Das dritte Tor von Manuela Fiedl zum 10:14. Noch knapp 3 Minuten in der Gießener Sporthalle Ost. Liebe Zuschauer, zur Premiere als Co-Sponsor. So, immer noch in Unterzahl, oder wieder in Unterzahl, muss ich sagen, die Damen aus Sombor. Man müsste es aber möglich sein, den Rückstand zu verkürzen. Medved. Dronic, Sandra Polsche oder war sie dran? Aber dann letztlich war der Ball doch im Tor. 15:10. Da bin ich gespannt, wie Dr. Hans-Jürgen Gerlach mit seinem Team dieser Spielweise begegnen will. Das zweite Tor von Sladana Dronic. Und auf der Gegenseite Zelch. 2 Minuten im Spiel, ihr erstes Tor zum 11:15. Elisabeth Zelch, 24 Jahre ist sie jung. Ihre erste Saison beim TV Lützelhinden. Groß gewachsen, das ist von Vorteil für eine Kreisläuferin, wenn sie sich schnell bewegen kann. Hier haben wir sie. Aber auch an diesem Ball eben war Irina Uvarovskaya dran. Eine exzellente Torfrau. So, noch gut eine Minute und die Möglichkeit zu verkürzen. Zelch. Und wieder ein Fangfehler.
Ja, die Handballgrundschule muss man schon beherrschen, will man im Europacup erfolgreich sein. Und in der Grundschule gab es doch haufenweise Fehler in diesem ersten Abschnitt. Und so nun die Gäste in den letzten 60 Sekunden im Ballbesitz. Savicic, Medved. Das machen sie geschickt. Sie schiebt sich in die Abwehr hinein, aber man kann da keinen Schwimmerfaul pfeifen. Dronic, Kotlaja auf der Außen. Dronic, ja, und dann abgefangen. Miroslava Rizkiewicz. Ja, meine Damen und Herren, ich denke, das braucht man nicht mehr zu kommentieren. Es hat sich angedeutet am letzten Samstag gegen Minden. Auch da spielt der TV Lützelhinden mäßig. Und Dr. Hans-Jürgen Gerlach sagte, ich bin in einer trainingsintensiven Phase. Die Mannschaft wird sich erholen bis zum nächsten Wochenende. Aber bis jetzt Pustekuchen. 11 zu 15 der Spielstand aus der Sicht des TV Gießen-Lützelhinden. 11 zu 15, 4 Tore Rückstand. Und mit 5 bis 6 wollte man eigentlich nach Jugoslawien fahren. Da gibt es sehr, sehr viel Arbeit für die Mannschaft von Dr. Hans-Jürgen Gerlach in den verbleibenden 32 Minuten. Und bevor es hier weitergeht, er hat ein bisschen Zeit zu verschnaufen, er kann seine Mannschaft einstellen, gehen wir zur Schlussphase nach Magdeburg. Und dort steht es im Moment wohl 17 zu 14 für Magdeburg. Florian Nass, wer ist auf dem Weg, das erste Spiel zu gewinnen? Ja, der Europapokal, der Pokalsieger scheint hier das Viertelfinal-Hinspiel nicht der Tag der Titelverteidiger zu sein. Aber im Europapokal herrschen eben einfach andere Bedingungen als in der Bundesliga. Auch hier in Gießen in der Sporthalle Ost bahnt sich eine solche Sensation an. Denn der Titelverteidiger Lützelhinden liegt gegen die Gäste aus Jugoslawien, gegen Sombor Dunav, im Rückstand. 11 zu 15 lagen sie zurück nach der ersten Halbzeit. Mittlerweile steht es 14 zu 19, also der Rückstand ist geblieben. Kein einziges Mal Führung für die Titelverteidiger, für Lützelhinden. Alles Weitere nun, zweite Halbzeit von Werner Damm. Ja, der Rückstand ist sogar noch um ein Türchen gewachsen. Sehen oben links die Zeit eingeblendet. Die Kollegen im Ö-Wagen mit Gerhard Kock an der Spitze arbeiten da sehr akribisch. 5 Tore Rückstand für den TV Gießen-Lützelhinden. Und ich habe so meine Zweifel, ob da noch etwas geht nach vorne. Die Chancen waren auch zu Beginn der zweiten Hälfte da. Aber immer noch das gleiche Syndrom. Die freien Würfe, sie werden vergeben. Und es gibt eine Menge Abspielfehler. Amelie Dizdarevic jetzt wieder auf dem Feld. Bekommt hier eine ab, aber ist letztlich erfolgreich zum 15 zu 19. Ihr viertes Tor. Vielleicht doch so etwas wie ein Aufbäumen beim TV Lützelhinden. Ist natürlich längst noch nicht verloren geben. Denn es gibt ein Gesetz der Serie, das besagt, wenn Gießen im Europacup zuerst zu Hause spielte, sind sie eigentlich nie ausgeschieden. Aber eben im Moment sieht das alles ganz anders aus. Das Spiel ist sehr hektisch geworden hier in Gießen. Es gibt viele, viele Unterbrechungen, eine Menge Zeitstrafen, vor allen Dingen gegen die Damen aus Jugoslawien, die da kein Pardon kennen, auch jetzt wieder in Unterzahl. Aber das muss nicht mal ein Nachteil sein, denn vor ein paar Minuten konnten sie in Unterzahl ihren Vorsprung ausbauen. Jetzt Zeitspiel gepfiffen und die Möglichkeit, den Rückstand nach langer Zeit wieder einmal auf 3 Tore zu verkürzen. Dizdarevic. Eva Kisch von der Linksaußenposition. Und dieses Tor von Eva Kisch zählt nicht, weil sie den Kreis betreten hat. Und damit bleibt es beim 19 zu 15. Noch einmal. Mit dem linken Fuß steht sie da auf der Linie. Klare Sache, der Schiri unmittelbar in der Nähe hat da keine Probleme zu entscheiden. Es bleibt beim 19 zu 15. Sombor immer noch in Unterzahl. 5 gegen 6 Feldspielerinnen. Der Neuen, die Damen, die kennen sie schon, Medved, Tanja Medved. Sie tankt sich im wahrsten Sinne des Wortes in den Gegner hinein. Da muss sie sich nicht wundern, wenn sie eine abbekommt. Denn schauen Sie mal hin, da ist eigentlich die Lücke gar nicht mehr da. Sie versucht zwar den Ball über den Gegner, über die gegnerische Spielerin drüber zu ziehen, aber letztlich geht sie mit der Schulter in die Gegenspielerin hinein. Und die hat die Gegenspielerin keine Chance auszuweichen. Wieder eine dieser vielen Spielunterbrechungen. Gespielt jetzt 40 Minuten hier in Gießener Sporthalle Ost. Es ist ruhiger geworden, merklich ruhiger. Und erstaunlicherweise haben beide Trainer, während hier Tanja Medved sicherlich gleich weitermachen kann, haben beide Trainer ihre Torfrauen gewechselt.
Also an der Leistung lag es weder bei Sandra Polcho noch bei Irina Uwarowskaja, dass der Spielstand so ist, wie er ist. Aber im Tor bei Lutz Linden jetzt Manuela Rebecke. Einigen von Ihnen vielleicht besser bekannt oder mit dem Namen Kelm. Sie hat ja im Sommer geheiratet. Und auf der anderen Seite im Tor jetzt Zlata Pavlatschka. Dronic, Medved und Merzuela mit einem Ball gewinnen. Aber man kann bei den beiden Unparteiischen wirklich nicht davon sprechen, dass sie die Gastgeber hier bevorteilen. Ganz im Gegenteil. Dronic. Da war sie erfolgreich, Manuela Rebecke. Jetzt müsste endlich mal ein schneller Tempo-Gegenstoß gelingen. Aber wir sehen es. Die Anspielstationen werden sofort zugemacht. Und da bleibt Merzuela Servier keine Möglichkeit. Sie muss die Torfrau anspielen. Und das, auch das ist bekannt in der Abwehr. Konsequent, hart, ja feiner, überhart die Aktionen der jugoslawischen Damen. Aber bislang sind sie nur mit einer roten Karte zu Beginn des Spiels und mit vier weiteren Zeitstrafen geahndet worden. Emilia Luca. Da deutet sie an, sie ist geschoben worden. Unten, ja, da sieht man es ganz genau. Und dennoch ihr Treffer, ihr viertes Tor von Emilia Luca, der Nationalspielerin auf Seiten des TV Lützelinden. Und wieder die Damen des TV Lützelinden, wollte ich sagen, die Damen der Gäste in Unterzahl, bei dieser Aktion doch noch das Schieben an Emilia Luca geahndet und zwei Minuten. 5 gegen 6, das Spiel kennen wir schon. Kotlaja, Dronic, Kotlaja und Dronic. Abgeblockt, Ballgewinn. Na, das muss doch jetzt mal gut gehen. Luca. Ja, das ist das Spiel des TVG Lützelinden. Da ist noch was möglich. 17 zu 19. Noch verbleiben 18 Minuten. Und jetzt ist Stimmung hier in der Gießener Sporthalle Ost. Die Uhr wird angehalten von den beiden Schiedsrichtern und eine gelbe Karte gegen Zlata Pavlatschko, weil sie eben den Ball nicht freigeben wollte. Sie sehen es, die Uhr steht. Und dieses Spiel wird noch einige Zeit andauern. Ich denke, mit 18, 19 Minuten werden wir da längst nicht hinkommen. Also ein kleiner Lichtblick. Jetzt schon. Es ist ja bekannt, dass die Mannschaft des TV Gießen-Linden konditionsstark ist. Da haben viele Mannschaften in der Bundesliga ihre Schwierigkeiten, gerade ab Mitte der zweiten Hälfte. Jetzt darf man gespannt sein, wie es um die Kondition der Damen aus Jugoslawien bestellt ist. Medved in ihrem bekannten Spiel dreht sich in den Gegner herein und dann Zeitspiel geahndet. So, jetzt die Chance nutzen im Angriff. Merzuela Servier, da bricht sie die Aktion ab. Sie hinkt ein wenig, ich sagte es eingangs, eine kleine Zerrung am Adduktorenansatz. Und vorher hatte Amelie Dizdarević wieder eine abbekommen. Am Boden, das ist Amelie Dizdarević mit der 10, das war Merzuela, hier haben wir sie, Merzuela Servier. 25-Jährige aus Paris. Also die beiden Herren aus Prag sind gut beraten, vielleicht etwas energischer durchzugreifen, um nicht noch größere Verletzungen aufkommen zu lassen. Servier, Fiedel, Abwehr durch den Kreis, muss man ahnden, wird auch geahndet. Ganz klare Geschichte, erneut 7 Meter für Gießen-Lützelinden. Also wenn jetzt die Damen in Gelb die Ruhe behalten, denke ich, ist hier noch einiges möglich. So ein bisschen scheint den Damen aus Jugoslawien die Kraft zu schwinden. 18 zu 19. Sieben Meter durch Eva Kisch. Es war ihr erstes Tor in dieser Begegnung. Sombor wieder mit 6 Feldspielerinnen, also komplett. Savicic mit der 3 hier am Ball, Medved, Dronic. Lassen sich lange, lange Zeit im Spielaufbau. Und dann Stürmerfoul geahndet. Und Emi Luka auf und davon. Und der Auf.
Emilia Lucca nun mit 6 Toren, erfolgreichste Werferin. Nun kommen auch die langen Pässe an. Das war ja in der ersten Hälfte nicht immer so. Und sofort haben die Damen und Dr. Hans-Jürgen Gerlach ihre Vorteile. Zu spielen noch gut 15 Minuten. Zum dritten Mal in diesem Spiel Ausgleich. Medved. Das Spiel war vorher unterbunden. Der Treffer zählt nicht. Und die 1200, vielleicht mögen es auch 1500 Zuschauer sein, hier in Gießen. Sie machen jetzt Stimmung, weil sie sehen, die Chance für ihre Mannschaft, doch noch das Halbfinale zu erreichen. Da gibt es ja noch eine zweite deutsche Mannschaft, die um dieses Halbfinale kämpft, nämlich Leipzig, der deutsche Pokalsieger. Die Damen aus Leipzig müssen gegen Baia Mare aus Rumänien antreten. Und sollte Gießen weiterkommen und auch Leipzig, wäre ein deutsch-deutsches Aufeinandertreffen im Halbfinale möglich, so wie wir es ja eben bei den Männern gesehen haben zwischen Magdeburg und Lemgo. Erneute Führung, Medved. Ihr zweites Tor erst. Abpraller. Da müssen die Feldspielerinnen einfach zupacken und aufpassen. Denn zweimal kam Tanja Medved an den Ball. Fiedl. Aber sieht doch merklich besser aus als noch vor 6-7 Minuten. 13:18, sei erinnert, der Rückstand in der 43. Spielminute. Und jetzt 19:20. Da wäre auch Amelie Dizdarevic gut beraten, ein bisschen mehr das Spiel in die Breite zu ziehen. Die Außenpositionen mit Eva Kisch und mit Emi Lucca anzuspielen. Dann gibt es den Raum, den sie brauchen. Merxuela Servier, sicherlich nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Was die Dame aus Frankreich zu leisten vermag, das wissen die Zuschauer hier in Gießen. Aber sie kann halt nicht abspringen wegen ihrer Verletzung. Und so mit beschränkt sich auf Zuspielen. Hier haben wir sie. Servier. Fiedl. Am Hals festgehalten und er versucht sie's. Und erneut 2 Minuten zurecht, wie ich meine, gegen die Elf, gegen Tanja Tomanovic. Schauen wir mal hin. Sie hängt da förmlich an ihrer Gegnerspielerin. Das war die 15, um genau zu sein. Das Foul von Natascha Damljanovic. Und wieder Überzahlspiel. Dizdarevic. Erneut der Ausgleich. Ihr 5. Tor. So, und jetzt gibt es die erwartete Unterbrechung, wollte ich sagen, aber das Spiel läuft weiter in Unterzahl. Die jugoslawischen Spielerinnen wechseln noch einmal. Jetzt werden sie natürlich versuchen, diese verbleibenden 12 Minuten möglichst geschickt über die Zeit zu spielen. Wenn sie hier mit 3 Toren minus, sprich Rückstand, nach Hause fahren, denke ich, haben sie eine gute Chance im Rückspiel. Bis Kiel noch immer wieder Zeit spielt, so wie eben. Wird geahndet. Und die erste Führung. Die erste Führung in der Gießener Sporthalle Ost für den TV Gießen Little Linden. Das zweite Tor von Eva Kisch-Jöri. 21:20. Es hat lange, lange gedauert. Vielleicht hat sich die Mannschaft jetzt ein bisschen freispielen können. Vielleicht kommt etwas mehr Sicherheit in die Aktionen. Vor allen Dingen in die Abspielaktionen. Wenn wir einmal den Pausenstand zurate ziehen, 11:15, den Spielstand jetzt 21:15, dann haben wir im zweiten Abschnitt eine Tordifferenz von 10:5. Und so hatte sich Dr. Hans-Jürgen Gerlach eigentlich das Spiel von Anfang an vorgestellt. Aber so ist es im Sport, manchmal kommt es ganz anders. Das darf eigentlich nicht passieren. In Unterzahl wieder einmal ein Treffer erzielt. Sladana Dronic, auch sie hat schon 5 Treffer erzielt. Schauen Sie, in Unterzahl, da ist die Lücke da und da geht sie durch.
Und auch Sombor wieder komplett. Dietz Darevic. Also die angesprochene Spielpause, das war sie. Mersuela Servier, so wie wir sie kennen. Trotz Foulspiels, losgerissen förmlich und mit der ganzen Wut, schauen Sie hin, festgehalten und dann doch losgerissen. Mit der ganzen Wut zum 22:21, ihr zweites Tor. Die Dame, die ja sonst für 7-8 Tore in jedem Spiel gut ist und dazu noch ein paar schöne Anspiele im Tore schießen, hält sich heute bekanntermaßen zurück. Savicic. Ja, da haben sie Glück gehabt, die Damen in Gelb. Das hätte man auch anders ahnden können. Aber die Roten, sie schmunzelt, sie ist zufrieden. Die bleiben im Ballbesitz. Zu spielen noch knapp 10 Minuten hier in der Gießener Sporthalle Ost. Aufregung jetzt auch bei den Jugoslawen auf der Bank. Der komfortable 5-Tore-Vorsprung ist hin. Ach, welch ein Geschoss der kleinen Jadranka Savicic. Und da gibt es Sprungball, weil der Ball von der Latte, von der Torlatte, an die Decke springt. Mersuela Servier gegen Medved. Eine Aktion, die hier in dieser Halle vom Basketball hinlänglich bekannt ist. Die Damen, die müssen erst eingewiesen werden. Ist ja nicht so häufig. Und da gehen wir gleich zwei Spielerinnen aus Jugoslawien auf die tapfere Emilia Luka zu. Schauen wir noch einmal hin. Also korrekt ist der Sprung wohl auch nicht. Im Basketball wäre so etwas wiederholt worden. Aber wir sind hier beim Handball. Schauen Sie, zwei Spielerinnen auf Emilia Luka. Und wieder die Hand am Hals von Amelie Dizarevic. Jetzt die Chance auf 2 Tore wegzuziehen. Aber Manuela Fiedl. Zelch. Da hat sie sehr schnell reagiert. Elisabeth Zelch. Ihr zweites Tor. Und vorher, hier sehen wir es, das Anspiel von Manuela Fiedl. Sie hatte den Ball fast schon verloren, aber sie blieb dann doch im Ballbesitz. Das schnelle Anspiel auf Elisabetta Zelch und 23:21. So, gut 8 Minuten noch. Aber es dürften noch ein paar Türchen mehr sein, denn es gibt noch ein Rückspiel. Es gibt noch ein Rückspiel und ich denke, da verbleiben für Dr. Hans-Jürgen Gerlach in den nächsten Tagen noch viel, viel Arbeit. Um diese erste Hälfte vor allen Dingen zu verarbeiten. Aber jetzt kennt er auch diese Mannschaft. Er weiß um die Stärken dieser Mannschaft. Und er weiß, dass seine Mannschaft gegen die offensive Abwehrarbeit, die 3-2-1-Abwehr, ganz schlecht, vor allen Dingen im ersten Abschnitt zurechtkam. Allerdings die Fehlerquote. Ich denke, es dürfte nicht mehr so hoch sein wie in dieser ersten Hälfte. Und er ist ruhiger geworden. Jovan Radakovic. Erneut die Uhr angehalten. Natascha Damiljanovic. Das Spiel war vorher unterbrochen, dieser Treffer zählt nicht, aber die Gäste in Rot bleiben im Ball besetzt. 23:21, 12 Tore jetzt im zweiten Abschnitt und damit in 22 Minuten schon mehr als im ersten Abschnitt insgesamt beim TV Gießen-Lesselinden. Auch das zeugt davon, dass die Fehlerquote gerade im Angriff minimiert wurde. Das war ja ganz, ganz wichtig. Und so konnten die Gastgeber aus einem 5-Tor-Rückstand in dieser zweiten Hälfte, 13:18, nun eine 2-Tore-Führung erzielen. Sladana Dronic, ihr 6. Tor. Und damit hat sie genauso viel erzielt wie auf der anderen Seite Emilia Luka. Das sind die beiden besten Werferinnen in dieser Begegnung. Und sie bleiben ihrem Rezept treu. Wenn sie komplett auf dem Feld stehen, decken sie offensiv. Und auch wenn hier Mersuela Servier die Wurfchance hatte, dieses Rezept in der Abwehr bei Sombor ist erfolgreich.
Das muss die Mannschaft von Dr. Hans-Jürgen Gerlach versuchen, auch für die Psyche etwas zu tun. Denn selbst ein 2-3-Tore-Vorsprung, der würde der Mannschaft helfen. Und würde das Bewusstsein stärken, man kann es gegen diese Mannschaft schaffen. Vor allen Dingen, man hat ja einen 5-Tore-Rückstand in einen Vorsprung umwandeln können. Denn in Sombor, bei dem fanatischen Publikum, in der Gradska Halle, in Sombor wird es ganz, ganz schwer. Ballverlust, Kisch. Ja, da hat sie wohl den Fuß zur Hilfe genommen. Das war ganz, ganz wenig zu sehen, aber es war zu sehen. Eva Kisch. Sombor im Ballbesitz. Ja, ein schönes Schauspiel und Flugeinlage von Dusanga. Dusanga Kotelaya, eine der beiden Zwillingsschwestern. Gut, klar, Manuela Fiedl war dabei. Aber sehen, sie hat kaum was gemacht. Sie hat sogar die Arme angelegt. Aber mit Angriffsspiel hat dies auch nicht viel zu tun. Sombor versucht, den Ball möglichst lange zu halten. Und jetzt gibt es Stürmerfoul. Man hätte längst Zeitspiel pfeifen können. Emilia Luca. Wieder einmal ein Freier verschossen. Im Tor jetzt wieder Irina Uvarovskaya. Und Jovan Radakovic hat wohl gesehen, dass die Wahl, der Wechsel in der Halbzeit auf Zlatka Paplatschko doch nicht ideal war. Denn heute zumindest ist Irina Uvarovskaya, die 26-jährige Dame aus der Ukraine, die bessere Torhüterin. So, noch 5 Minuten. Ich erinnere noch einmal an andere Europacup-Spiele von Lützelhinden. Es gab schon Spiele, die hat man zu Hause ganz knapp gewonnen und hat dann auch auswärts gewinnen können und kam weiter. Es gab auch schon Spiele, auch gegen eine jugoslawische Mannschaft damals, Zagreb, da hat man zu Hause mit 10 Toren gewonnen und dann auswärts mit 9 verloren. Also es ist alles möglich mit dieser Mannschaft. Sie ist und wieder ein Freier, Luca. Und 7 Meter, weil beim Wurf gefoult. Das war sicherlich eine glückliche Entscheidung hier. Eva Kisch an den Kopf von Irina Uvarovskaya. Und dann im Nachwurf, und da geht Medved energisch auf Jaroslav Dostal zu. Ich bin gespannt, was da passiert jetzt. Und das müsste eigentlich die 2. rote Karte geben. Da haben wir es. Ja, die Damen aus Jugoslawien sind nicht zimperlich. Ich bin gespannt, was da auf den TV Gießen-Lenden zukommen wird im Auswärtsspiel. Die 2. rote Karte und noch einmal Bemerkungen von Savicic hinterher. Ich möchte nicht wissen, was die junge Dame da gesagt hat. Die feine Art war es mit Sicherheit nicht. Aber die feine Art im Spiel, das wissen wir von verschiedenen Begegnungen, haben sie ohnehin nicht immer drauf, die Damen und auch die Herren aus Jugoslawien. In dem Fall sind es die Damen. Wieder die Zeit unterbrochen. Noch zu spielen, gut 4 Minuten. Erneut 7 Meter. Der 4. insgesamt, Eva Kisch. 3 haben die Damen in Gelb verwandeln können, die eben beim Freien gescheitert war an Uvarovskaya. Noch gibt es Diskussionen an der Seitenauslinie. Dorstal geht er noch einmal hin. Ja, das ist eine lange zweite Hälfte, die jetzt schon über 30 Minuten dauert. Und zu spielen sind immerhin noch knapp 5 Minuten. Noch einmal der Mannschaftsbetreuer des TV Lützelhinden, Ernst Wodli, mit dem Betreuer von Sombor. Und da kommt Jaroslav Dostal, ebenfalls 27 Jahre alt, aus Prag. Ein Lebensmittelkaufmann an den Anschreibetisch. Da geht es noch einmal darum, wer hat was bekommen. Rote Karte und 2 Minuten. Die rote Karte für Medved, das war klar. Und die 2 Minuten für Savicic, auch das ist jetzt klar. So scheint es zumindest. Aber da kommt Tanja Medved zurück. Da scheint es mit der roten Karte eine andere Spielerin getroffen zu haben. Eva Kisch. 24:22. Jetzt müsste eigentlich was möglich sein. 4 Spielerinnen bei Sombor auf dem Feld. 6 bei Lützelhinden. Da muss man natürlich versuchen, jetzt noch mal einen Ballgewinn zu landen. Damiljanovic. Medved, die Jüngste dabei.
22 Jahre. Dronic. Und ganz außen eine der Kotlaja-Schwestern, die voll auf die Abwehr drauf geht. Richtige Entscheidung für mich. Ball weggeworfen und normalerweise gibt das 2 Minuten. So ist es. Das war Unsportlichkeit. Nach dem Stürmerfoul den Ball einfach weggeworfen. Und da muss sie vom Feld. Dujanka, Kotlaja, hier sehen wir die Aktion. Gerhard Rock hat noch einmal die Zeitlupe abgerufen. Jetzt schauen Sie hin. Und dann wird der Ball einfach weggeworfen und damit die Chance auf den Tempogegenstoß unterbunden. Ja, die Reihen haben sich gelichtet. Nur noch 3 rote und 6 gelbe, um es mal so zu formulieren. Da muss was möglich sein. Emilia Luka. Und wieder ist es Uwarowskaja. Was hat diese Frau schon alles gehalten? Emilia Luka schier am Verzweifeln. Ja, da muss man ja fast froh sein, wenn man überhaupt schon 24 Tore gegen diese Dame erzielen kann. Es mögen inzwischen fast 10 freie Würfe gewesen sein, die der TVL vergeben hat. Noch 3 Minuten. Dronic, ja, das hätte noch gefehlt, mit 3 Feldspielerinnen einen Treffer zu erzielen. Dizdarević. Servier, viel, nochmal Luka. Und jetzt ist sie erfolgreich. 2,5 Minuten vor dem Ende. Ihr 7. Tor. Emilia Luka, die den TVL Linden wahrscheinlich verlassen wird, heute wieder einmal die erfolgreichste Werferin. Immerhin ist man geneigt zu sagen, aber vielleicht gibt es ja noch ein Türchen mehr. Noch einmal, Stürmerfoul. Fiedl, Dizdarević, es sind 5 Rote auf dem Feld. Eva Kisch versucht es alleine, wird gefoult. Klare Sache, 7 Meter. Also, was mein Ästhetikempfinden angeht, meine Damen und Herren, das ist für mich einfach eine Nummer zu hart, was hier geboten wird von den Damen in Rot. Ich finde, hart zu spielen ist eine Geschichte, aber man sollte auch eine gewisse Fairness bei aller Härte beibehalten. 7 Meter, Manuela Fiedl. 4 Tore Führung, 26-22. Zum ersten Mal. Aber der Umkehrschuss sei auch erlaubt. Was wird dem TV Gießen Linden in Jugoslawien blühen beim Rückspiel? Die Damen in Rot werden keineswegs weniger zimperlich zur Sache gehen, aber Dr. Hans-Jürgen Gerlach hat ja 6, 7 Tage Zeit, sich auf dieses Rückspiel einzustellen. 4 Tore Vorsprung ist immerhin etwas, nachdem man schon mit 5 hinten gelegen hat. Also 9 Tore gut gemacht. Spielerisch können das die Damen in Gelb allemal schaffen. Da müssen sie sich nicht verstecken. Aber von der Härte her. Medved. Noch einmal gibt es 7 Meter für Sombor. Manuela Ribbecke hatte zwar gehalten, aber Foulspiel an Medved, hier sehen wir es noch einmal. Ja, kann man pfeifen, klare Sache. Elisabetta Zellig war das gewesen. Das 23. Tor für Sombor durch Vesna Tomajek. Ihr 6. und noch knapp 60 Sekunden. Mehr von diesem Spiel, meine Damen und Herren, gibt es dann gleich anschließend im Sportjournal. Unmittelbar im Anschluss an diese Live-Übertragung. Da gibt es auch Interviews dazu. Empfehle Ihnen also dran zu bleiben. Servier, Zelch. Noch einmal Foulspiel. Ja, hätte man auch 7 Meter geben können. Noch 30 Sekunden. Ein Tor. Wäre schon wichtig. Dizdarević. Noch 20. Sie sehen oben die mitlaufende Uhr. Ich denke, Gerhard Brock wird sich jetzt stehen lassen. Dann können Sie verfolgen. Dr. Hans-Jürgen Gerlach. Ein Türchen, was Gold wert sein könnte für das Rückspiel. Dizdarević. 5 Sekunden. Ja, da ist er drin, der Ball. 27:23. Gewinnt der TV Gießen Linden dieses Hinspiel im Viertelfinale. Das 6. Tor hier von Amelie Dizdarević. Das Hinspiel im Viertelfinale im Europacup der Pokalsieger. Aber es bleibt ein hartes Stück Arbeit für das Rückspiel am nächsten Samstag in Jugoslawien. Und mit diesen Bildern zunächst einmal zurück nach Frankfurt.
Diese Sendung wurde... Weil eben es im Hinspiel doch einen Eklat gegeben hatte. Zum einen gab es Morddrohungen, sehr richtig gehört, Morddrohungen gegen eine Bosnierin im Trikot des TV Lützel-Lenten, und zwar Amiladic Darević. Und dann gab es noch den kollektiven Stinkefinger der jugoslawischen Mannschaft an das Gießener Publikum, also mit Sicherheit nicht die feine Art. Und dazu kam, dass der TVL sportlich gerade mal 4 Türchen Vorsprung hatte. Und ob das gut gehen würde in diesem Viertelfinalspiel, sagt Ihnen Florian Nass, der war dabei, der kam unversehrt zurück, nur ein bisschen erkältet. Unterschiedlicher hätten die Reaktionen nach Niederlagen wohl kaum ausfallen können. Das Entsetzen nach dem Viertelfinal-K.O. kam beim TV Lützel-Linden einer Lähmung gleich, entlud sich bei mancher Spielerin und auch dem Trainer in tiefer Frustration, vor allem aufgrund der eigenen Leistungen. Vor einer Woche erlebte man einen anderen Verlierer. Die Jugoslawinnen aus Sombor hatten nach Spielschluss dieses Abschiedsgeschenk parat, wohl wissend, dass ihnen ein Anheizen der Stimmung fürs Rückspiel ohnehin nur Vorteile bringen konnte. Sombor gestern Mittag, 50.000 Einwohner leben hier, 30 Kilometer südlich der ungarischen Grenze. Vom Krieg zwischen Serben, Kroaten und Bosniern will man hier nichts mehr wissen, wie von einem Krieg zwischen den Handballerinnen. Mancher weiß noch gar nichts über das große Match am frühen Abend. Wir treffen 3 Jungs am Kanal beim Angeln. Wir fragen sie, was wissen sie über das Match? Nichts. Zur gleichen Zeit in einem Altersheim, dort ist der TVL untergebracht, taktische Spielchen auf einer Magnettafel kurz vor dem Mittagessen. Gekocht wird selbst, jedes Risiko will man vermeiden. Gemüse und Geflügel gibt's, diesmal keine schwere Kost, alles mitgebracht in Kisten aus Deutschland. Man hat hier schon oft gehört, dass Mannschaften einen Durchfall hatten oder irgendwelche Probleme, weil sie möglicherweise mit der Nahrung nicht klargekommen sind. Und ich habe mich da auch ein bisschen mit beschäftigt und ich denke, wir liegen da ganz gut im Trend. Anschließend 2 Stunden Mittagsruhe, gegen 15 Uhr Videoanalyse der wichtigsten Hinspielfehler. Ob die Damen zu diesem Zeitpunkt noch aufnahmefähig sind, ist vielleicht Geschmackssache. Trainer Gerlach auf jeden Fall ist ein Freund der visuellen Fehlersuche. Die TVL-Uhr tickt, noch 95 Minuten bis zum Anpfiff. Kurz darauf Fahrt im Kleinbus zur Halle. Die Angst, die vor der Reise bestand, scheint auch bei der Bosnierin Amiladic Darević abgefallen zu sein. Die Hölle erwartet uns, sagte Jürgen Gerlach noch. Damit lag er wohl richtig. Der Empfang, ein Bad in Klopapier, offenbar keine Mangelware. Sie wissen nicht, was sie tun, denkt sich der Betrachter beim Anblick Jugendlicher mit dem Chetnik-Zeichen. Doch die sind deutlich in der Minderheit. 3000 Zuschauer allerdings stehen wie eine Wand hinter ihrem Team. Lützel-Linden in Gelb begibt sich von Beginn an auf die Verliererstraße. Eröffnet ein Festival der Fehlpässe und Fehlwürfe. Wie im Hinspiel liegt das Team von Jürgen Gerlach schnell zurück, obwohl der Gegner keineswegs technisch versiert ist, aber über einen unglaublichen Willen verfügt. Trotz vieler Stürmerfouls, Sombor sucht den Weg durch die Abwehr. Der Gast wirkt ängstlich und zurückhaltend. Bei Jürgen Gerlach steigt die Temperatur. Zu oft wurden in dieser Woche Fehler angesprochen, die man so nicht mehr machen wollte. Umsonst. Wie am letzten Wochenende verteidigt Sombor hart und offensiv, drängt den TVL-Rückraum weit nach hinten. Der antwortet mit Pfostenschüssen, aber eben wenig zählbaren. Jeder hat sein persönliches Blackout, egal ob Feldspieler oder Torhüter. Und die Sombor-Fans können ihr Glück über die schnelle 4:1-Führung kaum fassen. Was wäre wenn gewesen, hieß es nach der Niederlage oft, zum Beispiel wenn eine Kreisläuferin die Räume adäquat hätte nutzen können. All das war hypothetisch angesichts solcher Fehlpässe. Sombor fightete über 60 Minuten, machte so technische Defizite locker wett. Einen Kampf, wie man ihn beim TVL vermisste. Ich weiß nicht, ob wir das nicht können oder ich weiß es nicht. Ist schwer zu sagen, aber ich habe es jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass so Mannschaften, ich weiß nicht, wie die das machen. Wir kämpfen auch, aber das ist ja vielleicht ein Feindbild, was wir so nicht aufbauen können. Einsichtig waren sie alle, denn keine brachte Normales zuwege, auch nicht die leicht angeschlagene Französin Mesuela Servier. Ja, wir haben nicht gut gespielt, das ist normal. Sie haben gut gespielt. Sie wollen gewinnen und wir scheiße spielen.
ist normal. Normal wohl nicht, aber in der Bundesliga fehlen solche Gegner. Das Gesehene zeigt, dass Lützelinden nicht chancenlos war. Im Gegenteil, da wurden beste Möglichkeiten vergeben. Sombor war weniger großzügig. Ich muss eindeutig sagen, die haben gefightet von Anfang bis Ende, was bei uns gefehlt hat. Das ist ganz klar. Aber diese Einstellung hatten die ja im Hinspiel auch schon. Ja. Ist das eine Mentalitätsfrage auch? Sicherlich auch, aber ich denke mal, wir hätten das Ding hier schaukeln können, wenn wir von Anfang an aggressiv gespielt hätten und unser Spiel gespielt hätten, dann hätte es auch geklappt, aber so. Aber so flippten die Zuschauer aus. Zur Pause beim 12:8 war der Vorsprung aus dem Hinspiel längst aufgebraucht, kam der TVL anschließend nicht mehr entscheidend heran. Dennoch, in der Schlussphase war die Wende noch einmal möglich, keimte beim Team und der Handvoll mitgereister Fans nochmals Hoffnung, die sie in der 54. Minute endgültig begraben konnten. Sombor teilte kräftig aus, von den Schiedsrichtern oft auch geahndet. Dennoch, eine Sicherung brannte durch, die von Miroslava Rizkjavicius. Ein Revanchefall, für das ein Schiedsrichter rot geben wollte, der andere entschied sich für die gekreuzten Hände. Und das hieß Ausschluss. Eine seltene Entscheidung, denn der TV Lützelinden konnte in den verbleibenden knapp 6 Minuten nicht mehr ergänzen, musste ab diesem Zeitpunkt somit in Unterzahl agieren. Damit war das Spiel gelaufen, der 25:19 Sieg für die Gastgeberinnen problemlos herauszuwerfen. Die Stimmung in der Halle für unsere Verhältnisse unbeschreiblich und irgendwie auch toll. Sombor verdient im Halbfinale, für Lützelinden den Titelverteidiger, ein tränenreicher Abschied, der so manche Diskussion noch nach sich ziehen dürfte. Ja, in der Tat. Und wer Sie kennt, Dr. Hans-Jürgen Gerlach, der weiß, wie bitter das für Sie speziell ist, wenn die anderen deutschen Mannschaften wie Leipzig und Frankfurt-Oder auch noch weitergekommen sind. Ja, gut, das ist bitter, aber man muss halt jetzt in Ruhe analysieren. Die Mannschaft muss da mitarbeiten. Wir haben in der ersten Halbzeit 700%ige Chancen vergeben. Wir hatten beim 21:17, das war kurz vor dem Foul von Miroslava, zwei glasklare Torchancen. Wir spielen dann immer zu viel Zirkus. Wir wollen das Ding dann mit Sahne auflegen. Und das führte nicht zum Tor, denn er hielt Mauer, also die Kleine, die so geweint hat, eine 2-Minuten-Strafe, die fraglich war. Und da kam der Aussetzer bei 4 Toren Unterschied, 21:17. Da sah es eigentlich ganz gut aus, weil so ab 40, 45 hatte man eigentlich den Eindruck, dass Sombor von der Kraft her, von dem Willen her nachließ, weil es doch nicht so lief. Und dann kam natürlich die Situation, dass wir völlig durchgebrannt sind auf der einen Seite, auf der anderen Seite unsere Chancen auch in der zweiten Halbzeit nicht nutzen konnten. Wir hatten wirklich große Chancen. Hinzu kam noch, und das war, glaube ich, der Knackpunkt für das Spiel, dass meine Torhüter deutlich schlechter waren als die anderen Torhüterinnen. Die Torhüterin aus der Ukraine hat in der ersten Halbzeit sicherlich 60-70% gehalten und meine Torhüter vielleicht 30%. Und in der zweiten Halbzeit hatten wir ein kleines Aufflackern, dann kam so ein Ball, den der Torhüter fangen wollte, der dann hinten im Netz liegt, und da ging es eigentlich los vom Publikum her auch. Wir müssen uns jetzt konzentrieren, wir müssen drüber nachdenken, oder der deutsche Frauenhandball muss drüber nachdenken, ob eine Periodisierung so weiter möglich ist, wie das jetzt läuft, oder ob man da etwas ändern muss. Wir haben am 19.11. das letzte Mal gemeinsam trainiert. Dann war die Nationalmannschaft unterwegs bei der Europameisterschaft. Wir haben wieder begonnen mit dem Training am 27.12. Dann war die Nationalmannschaft wieder unterwegs, eine Woche in Cheb, die Französin eine Woche später mit Frankreich. Das heißt, wir hatten eigentlich seit dem 11.02. kein richtiges Spiel mehr bis zu diesem Spiel. Müssen Sie eigentlich froh sein, dass die Mannschaft ausgeschieden ist, denn dann fällt diese Belastung erstmal weg, die Mehrfachbelastung, und man kann sich auf die Meisterschaft und auf Pokal konzentrieren. Nationalmannschaft wird es geben, gibt es ja wieder jetzt Anfang März, Neubrandenburg, da sind 6 Spieler von Ihnen abgestellt. Aber ich denke, das ist das Einzige, was man als Vorteil aus dieser Niederlage ziehen kann. Die Aussage eben von Anja Unger, die gab mir sehr zu denken, die sagt, ich weiß gar nicht, wie die das machen. Ist das auch eine mentale Geschichte, dass die Spielerinnen, denn die Chancen waren ja da, die waren ja im Hinspiel da, habe ich mit eigenen Augen gesehen, und die waren auch im Rückspiel da, das konnte man eben auch sehen, aber sie haben die Chancen nicht nutzen können. Ja, diese Feindbildsituation oder Nationalstolzsituation, wie diese Mannschaften sie eigentlich dann wirklich zur Schau tragen, und zwar in einer Art und Weise, die beginnt schon bei der ersten Begegnung. Das ist das, was uns eigentlich fehlt.
Wenn Sie hier so eine Vorbereitung machen würden, mit Nationalstolz geprägt, mit Feindbild geprägt, sind Sie eigentlich schon einer, der nicht mehr in unsere Welt passt. Wir sind ja doch diejenigen, oder unsere Politiker zumindest, sind diejenigen, die alle diese Gleichmacherei fordern. Das ist aber im Leistungssport und in Kampfsportarten eigentlich nicht möglich. Eine Individualistin wie Sie wird das genau wissen. Sie hat genau die Feindin oder das Feindbild vor sich. Sie haben die Peter Behle angesprochen, der neben sich. Sie wird das genau wissen. Sie hat das Feindbild, oder sie kennt die Nummer, an der sie vorbei muss. Und wir im Spitzensport des Kampfspieles brauchen das auch. Und hier müssen wir eigentlich wieder hin, dass es erlaubt ist, in unserem Land auch mal für Deutschland zu spielen. Denn das ist ja eigentlich gar nicht so gewünscht. Und im Ausland kann man eigentlich erleben, die Identifikation der Bevölkerung für den Sport, die Identifikation der Spielerin für den Sport. Alle anderen Bedingungen drumherum, die interessieren nicht. Und wir werden da auch ganz einfach anders behandelt als bei uns. Aber man soll uns der Fairness sagen, so unsportlich und unfreundlich und eigentlich auch nicht duldsam sich die Jugoslawen in Gießen aufgeführt haben, in Sombor war das wohl okay? Ja, das meine ich damit auch nicht. Das war okay. Allerdings, man muss auch überlegen, was wir für Anstalten dafür gemacht haben. Wir haben den Kanzleramtsminister eingeschaltet, die Deutsche Botschaft, das Auswärtige Amt. Und mit diesem Druck von oben ist es sicherlich klar, dass ein Land wie Jugoslawien, das ja internationale Reputation genügend hinter sich hat, wieder versucht, auf die Beine zu kommen. Und die Ersten, die ihnen helfen können, sind sicherlich wieder die Deutschen, weil hier sehr viele Serben arbeiten, wenn man hört, wie arm die Leute sind. Aber trotz allem spürt man sofort, was dort los war. Sie hatten ein Polizeiaufgebot, unglaublich. Sie haben zum Beispiel die Mannschaft nach dem Spiel gebeten, in der Kabine zu bleiben, bis das Volk ein bisschen weg sei. Sie sehen, so ganz ohne war das nichts. Sie hatten zumindest auch Angst davor, dass etwas passieren könnte. Und die Mannschaft ist uns gegenüber nicht anders aufgetreten als hier in Gießen zunächst einmal. Nach dem Spiel ist es dann was völlig anderes, wenn man dann eine Runde weiter ist. Aber ich denke, das ist auch nicht unbedingt schlimm. Nur es muss auf der anderen Seite dann auch erlaubt sein, beziehungsweise üblich sein. Aber das ist nur ein Problem, glaube ich, des Leistungsunterschiedes, was Anja Ungermann ein anderer ist. Wenn man so in der Bundesliga spielt, wie in diesem Spiel, dann spielt mein Betreuer und meine Betreuerin alleine weiter. Der Rest sitzt dann irgendwo auf der Tribüne. Also die Härte ist eine andere Qualität. Die Härte ist eine deutlich andere Qualität. Wir in Deutschland, Spiel ohne Ball, gibt es nicht an den Körper. Wenn Sie den anfassen, zwei Minuten. Aber dort, Sie haben es gesehen, international geht es halt zur Sache. Und wir müssen uns überlegen, ist es richtig, was wir hier als Vorreiter eine Regelauslegung wollen, oder ist es falsch? Und international denke ich, das erfährt auch unsere Nationalmannschaft, das ist sicherlich nicht gut für uns. Wir müssen irgendwo lernen, uns zu adaptieren und nicht ein Vorreiter zu sein für eine Philosophie, die nie zum Tragen kommt. Und da sind wir im Moment in der ersten Reihe. Also Härte, die Einstellung, sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt für das Weiterkommen, Erreichen anderer Ziele, Ziele, die der TVL jetzt nicht erreicht hat. Ein anderer Aspekt sicherlich auch die Homogenität und die Harmonität in einer Mannschaft. Es ist bekannt, dass es Abwanderungsgelüste gibt innerhalb Ihrer Mannschaft. Das verwundert den Außenstehenden doch ein wenig, wenn man sieht, die Mannschaft steht in der Bundesliga, zwar nur auf Platz 2, hat aber 3 Minuspunkte weniger als der Tabellenführer, also eigentlich auf dem ersten Platz, ist im Pokal noch dabei. Ich denke jetzt an Emilia Luca, eine Nationalspielerin, die weg will. Warum will sie weg, oder ist das letzte Wort noch nicht gesprochen da? Naja, bei Emilia Luca ist die Situation so, sie hat das Recht sich eingekauft, dass sie jedes Jahr ihren 3-Jahres-Vertrag kündigen darf, zum 30.12. spätestens. Das sieht dann auch immer so aus, dass sie natürlich zur weiteren Verhandlung bereit ist. Nur, ich denke, wir müssen auch irgendwann mal lernen, weitere Verhandlungen bereit, das weiß ja jeder, der sitzt, was das heißt, mehr Geld, ich spiele weiter, nur der Sport in Deutschland ist in eine Grenze gekommen, zumindest der Frauensport, und da muss man einfach das Gehirn einschalten als Verein. Und vielleicht muss man einfach sagen, zu diesem Preis nicht, danke. Und jetzt ist die andere Situation diese, und das haben wir eigentlich vor 4 Jahren gestartet. Wir haben begonnen, eine Jugendarbeit ins Leben zu rufen, und wir müssen jetzt aus diesem Reservoir leben in Zukunft. Das heißt, wir müssen uns aus der Region Talente sichten, die in der Lage sind, diesen Spitzensport zu spielen. Und das muss möglich sein, und ich denke, es ist auch möglich. Man muss dann einfach auch mal auf eine Spielerin verzichten, das System vielleicht ändern, wenn es nicht finanzierbar ist.
Die Drahtseilakte, die wir hinter uns haben und die andere noch machen, das kann kein Musterbeispiel mehr sein für uns, sondern wir müssen einfach das Gehirn einschalten und sagen, es geht oder es geht nicht. Das hat nichts mit, ob die Spielerin nun gern bei uns spielt oder zu tun. Das geht nur um das Geld und ansonsten gibt es eigentlich auch keine Probleme. Ich denke, das sind klare Worte. Sie haben das Stichwort Geld angesprochen und da möchte ich ganz gerne noch mal einhaken. Der TV Linden hat sicherlich durch das Ausscheiden, nicht Erreichen des Halbfinales, Finales, ich denke mal, irgendwo zwischen 25.000 und 50.000 D-Mark eingebüßt, die man hätte einnehmen können oder auch müssen. Wären die zum Überleben notwendig gewesen? Im Frauensport ist jede Mark zum Überleben wichtig und diese 50.000 auch. Und wie alle anderen Vereine haben wir auch das Problem, dass die Saison noch nicht gesichert ist. Vielleicht Borussia Dortmund nicht, weil noch einmal der Großverein zugelegt hat. Aber das ist wichtig und hier ist eigentlich die Mannschaft auch gefragt. Ich habe jetzt gesagt, jeder möchte sich bitte morgen Abend äußern, wie sie eigentlich die Situation sieht, warum sie eigentlich denken, dass wir ausgeschieden sind und wie wir das lösen. Also Krisensitzung beim TV1 morgen Abend? Nein, keine Krisensitzung, sondern man kann nicht nur geben im Leben, sondern muss auch nehmen im Leben. Und bei der Mannschaft muss es jetzt umgekehrt sein. Sie muss auch mal was geben. Ein Schritt weiter. Sie haben im Frühjahr, fast genau vor einem Jahr, 300.000 D-Mark aus der Privatschatulle zugeschossen, damit der TV Düsseldorf am Leben bleibt. Sie machen das nun schon 17 Jahre lang als verantwortlicher Trainer, sind 50 Jahre alt, haben zig deutsche Meisterschaften, Pokalsiege, Europacup-Siege mit der Mannschaft erzielt. Gibt es den TV Düsseldorf auf dieser Ebene auch noch im nächsten Jahr? Sicher, den Verein gibt es. Weil mit Ihnen? Ja, sicherlich habe ich noch Motivation. Also das nächste Jahr sicherlich habe ich noch Motivation. Ich habe also auch schon Ziele für das nächste Jahr abgesteckt und aus diesem Grunde wird es sicherlich die Mannschaft auch mit mir noch geben. Und die Mannschaft, davon gehe ich eigentlich aus, wird im Wesentlichen das gleiche Gesicht haben wie jetzt. Klare Aussage. Jetzt habe ich eine ganz andere Frage zu einem Handballkollegen, den Sie sehr gut kennen, der aus dem Umfeld kommt, Gießen-Düsseldorf-Linden, den wir beide gut kennen. Ich lese die Meldung mal vor. Tragischer Zwischenfall beim Handball-Zweitligaspiel zwischen Solingen und Dutenhofen Münchholzhausen. Die Dutenhofener haben mit 28-25 gewonnen. Da ruhen unsere Hoffnungen nun auf die Damen des VfB Leipzig. Die mussten gestern in Jugoslawien ran. Sie haben 18-23 verloren. Und mein Kollege Bodo Böck, der guckt und sagt uns jetzt einmal, warum das denn so war. Es durfte geraucht werden in der Halle, bengalische Feuer brannten, Sirenen heulten, die Zuschauer lärmten, viele Spielerinnen klagten über Ohrenschmerzen nach dieser Partie. Vor allem Karola Tschitschewski ließ sich von diesen Bedingungen aber nicht beeindrucken. Sie war Leipzigs erfolgreichste Werferin. Ihre Sprungwürfe und Durchbrüche vom Kreis stellten Torhüterin Pablatschko vor unlösbare Aufgaben. In der Deckung begann der VfB mit der 6-0-Variante und vorne sorgte Karola Tschitschewski für Tore. Aber auch Sombor Dunav besaß eine überragende Torjägerin mit der Nummer 9 Popadic. Sie sprang hoch, warf platziert und Leipzigs Deckungsspielerinnen traten gegen die Serbin viel zu spät heraus. Vor allem ihr war es zu verdanken, dass Sombor Dunav zeitweise mit 4 Toren enteilte. Es gab kritische Situationen für die Leipzigerinnen, so als in der ersten Halbzeit mit Grit Jurak und Ingrida Ratschewitschute gleich zwei Gelb-Blaue des Feldes verwiesen wurde und der Gastgeber diese Situation prompt ausnutzte. Mike Nowaks Schützlinge lagen nach der ersten Halbzeit mit 8-12 hinten. In der zweiten Halbzeit hielt sich Grit Jurak plötzlich das Knie. Ein Knaller wurde aufs Parkett geworfen. Traf die Leipzigerin? Minutenlange Unterbrechung, aber so etwas kam in dieser Halle schon häufiger vor. Der VfB Leipzig nahm nun die gefährliche Popadic in Manndeckung. Ingrida Raschewitschute erledigte dies, musste für ihren Einsatz aber auch zwei Minuten auf die Bank. Wohl nicht unberechtigt, an den rumänischen Schiedsrichtern jedenfalls haderte kaum einer. Mit der 4 Grit Jurak, sie traf insgesamt nur dreimal. Dann ein herrliches Anspiel von Kerstin Mühlner auf Karola Tschitschewski und der VfB kämpfte sich heran. Das Team aus Serbien lag teilweise nur noch mit 2 Toren vorn. Die Manndeckung gegen Popadic hatte Erfolg, sie wurde auch konditionell schwächer und daraus musste der VfB eigentlich Kapital schlagen, aber die Leipzigerinnen taten dies nicht. Spielt, ruft Torhüterin Michaela Schanze ihren Feldspielerinnen zu. Aber die Leipzigerinnen leisten sich in der Schlussphase zu viele Fehler.
kommt er über die Nummer 15 über Dronic und der Trainer überredet die gefaulte Spielerin doch selbst, die Verantwortung zu übernehmen. Sie trifft und Sombor Dunav enteilt. Durch eine verpatzte Schlussphase bringen sich die Leipzigerinnen selbst um den Lohn ihrer guten Leistung. So verlieren sie am Ende nicht mit 2 Toren Unterschied, sondern mit 18:23, also mit 5 Treffern. Aber einig sind sich alle, man hat nicht gegen eine Übermannschaft verloren und da müssten noch Korrekturen erfolgen können. Ja. Bei uns jetzt der Kapitän der Leipziger Damenmannschaft, Kerstin Mühlner. Kerstin, ist denn da noch eine Korrektur möglich? Ja, was? Die wird nötig sein und die wird kommen, weil die Halle ist schon so gut wie ausverkauft und wir werden unsere Fans zu Hause ganz bestimmt nicht enttäuschen. Sie haben ein wahnsinnig gutes Spiel gesehen aus der letzten Runde, wo wir bei Amare mit 10 Toren nach Hause geschickt haben, nachdem wir dort schon mit 7 verloren hatten. Und diesmal waren wir halt 2 Tore besser in der Endabrechnung aus dem Hinspiel. Und jetzt werden wir sehen, dass wir diese 5 Tore aufholen. Die Jugoslawinnen, das sind keine Spitzenmannschaft, oder? Also wenn man das jetzt in der Geschichte her betrachtet, waren sie eigentlich immer Spielerinnen, die einen sehr eleganten Handball gespielt haben und nicht unbedingt so das kämpferische Moment bevorzugten. Aber da hat die Mannschaft hier das schon mal bewiesen. In der Vorrunde gegen Lützelinden hat sie da in diese Richtung eiskalt erwischt und ist dadurch eine Runde weitergekommen. Und wir haben das eigentlich auch erwartet jetzt im Spiel gestern. Und haben das ein bisschen vermisst. Ich denke mal, sie hatten gestern nicht so einen guten Tag. Und deswegen war es für uns eigentlich auch drin, eine knappe Niederlage dort nur einzufahren. Aber wie gesagt, das hat man gesehen, dass wir in der Schlussphase ein bisschen gepatzt hatten. Und es wird spannend fürs Rückspiel. Genau, das ist ja das, was die Zuschauer bei uns zu Hause so lieben. Diesen Nervenkissen bis zur Schlussminute. Die Meisterschaft nähert sich so langsam dem Ende. Ihr habt sehr, sehr gut angefangen und habt dann einen kleinen Hänger. Viele haben ja schon geglaubt, der VfB Leipzig wird deutscher Meister. War das zu weit gegriffen, das Ziel? Ja, das hat man im Umfeld ganz gern sich vorgenommen oder für uns vorgenommen. Wir haben das Ganze schon ein bisschen realistischer betrachtet. Okay, wenn man jetzt einen 2. Platz gemacht hat, dann strebt man ja generell nach Höherem. Aber wir hatten auch eine Menge Glück dabei in der ganzen Saison. Wir haben viele Auswärtsspiele mit einem Tor gewonnen und auch immer nur in der Schlussphase oft. Und es hat nicht ganz in dem Moment das Leistungsniveau wiedergespiegelt, was wir hatten. Natürlich dann der Pokalsieg, da haben wir noch einen draufgesetzt. Aber insgesamt wollten wir eigentlich das letzte Jahr so gestalten, dass wir versuchen, die Mannschaft aufzubauen, junge Spielerinnen mit einzubauen. Und da hat man halt dann doch ein bisschen den Blick für die Zukunft da verloren gehabt. Aber wir haben gesagt, wir wollen eine Medaille auf jeden Fall, diesen 2. Platz in irgendeiner Form beweisen, dass der gar nicht so schlecht gewesen ist und dass wir den verdient haben. Und ich bin nach wie vor optimistisch, dass wir das dann auch noch schaffen. Also ihr wollt auf alle Fälle auch im nächsten Jahr international mitspielen. Da habt ihr 3 Chancen. Entweder ihr holt den Europapokal oder ihr kommt unter die ersten 4 in der Meisterschaft. Ja, oder im Pokal seid ihr ja auch noch dabei. Ja, dann müssen wir nach dem Rückspiel gegen Sombor müssen wir nach Buxtehude, Mittwochspiel. Und denke, dass da einiges drin ist. Und es sollte eine Mannschaft in der Pokalendrunde in Riesa dabei sein, die aus der Gegend kommt, weil sonst ist es ja doch recht unattraktiv. Viele fragen ja immer, wie lange spielt denn die Kerstin Mühlner noch? Sie denkt von Jahr zu Jahr. Hast du denn schon dem Trainer gesagt, auch in der nächsten Saison, Mike, kannst du mit mir rechnen? Ja, dieses Thema. Also ich denke, mein Zeichen habe ich schon gesetzt irgendwie in die Richtung. Und können wir da positiv oder negativ? Eigentlich mehr positiv. Positiv. Im Moment ist wirklich so, dass es eine Menge Spaß macht. Wir sind oben auf. Das Umfeld nimmt das ganz anders zur Kenntnis als die ganzen Jahre davor. Und davon dachte ich mir, kann ich vielleicht noch ein kleines Stückchen mitnehmen. Jetzt gibt es ja in diesem Jahr die Weltmeisterschaft in Deutschland Ende des Jahres. Schade, dass man nicht mehr dabei ist, oder? Ja gut, das ist nur jetzt so eine Sache, die jetzt nicht mein Problem ist. Ich denke mir, dass ich die Leistungen gebracht habe. Die Position, die ich besetze im Spiel, die ist immer die vakanteste gewesen in dem Team von dem Herrn Hoffmann. Und er wollte sie nicht mit mir besetzen. Also gut, muss er selber wissen. Kerstin, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Wir drücken natürlich am nächsten Sonnabend die Daumen. Wir drücken nicht nur die Daumen, wir übertragen auch. Vielleicht haben wir da noch den Hinweis. Der MDR ist live dann vor Ort in der Halle an der Brüderstraße in Leipzig. Und wenn Sie Lust haben, dann schauen Sie rein. Es wird eine ganz spannende Angelegenheit. Kerstin, wie gesagt, es gibt noch ein paar Blümchen. Vielen Dank. Und auch noch, wie sich das Ostern gehört,
ein kleines Osterei. Ja. Ne? So viel davon Handballer sind Süßschnäbel. Dankeschön. Wir sind schon wieder am Ende der Sendung. Vielen Dank, dass Sie unsere Gäste waren. Wenn Sie noch nicht schlafen wollen, bleiben Sie beim MDR oder schauen Sie mal raus, wenn der Himmel frei ist, wenn keine Wolken am Himmel sind. Vielleicht sehen Sie ihn ja, den Hale-Bopp, den Kometen, auf den ja jetzt alle so scharf sind. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Tschüss.